Und das, dieses Protompseudos, dieses erstmalige Ansichtigwerden des Inneren nach Eröffnung der Oberfläche, nicht nur des Entstehung des Bewusstseins, sondern der Zeitlichkeit, der Leiblichkeit, des Aktualmoments, des Innen und des Außen, des Rein und des Raus, des Vorher und des Nachher, des Endgültigen, des Abgestoßenen, des Verworfenen, sprich eines Leibes in seiner Bewegung, in seiner Aktualbestimmtheit, in seinem Schicksal, in seinem Los, in seinem Tod, in seinem Halbwertsvergänglichkeitsdauers Stempel, in seinem Zugzwang des Ergreifens, Zuschlagens oder Erstarrens und dergleichen mehr.